Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie wir unser Windows Defender reaktivieren können, wenn es eben deaktiviert ist und wir aber die Meldung hier bekommen, dass Ihre Viren- und Bedrohungsschutz wird von Ihrer Organisation verwaltet und wir haben hier ja keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Also wir kommen an der Stelle einfach nicht weiter. Nun, die Lösung ist relativ einfach. Allerdings müssen wir da in unser Windows Registry mal wieder. Das machen wir, indem wir uns ja unserem Registry Editor hier aufrufen oder beziehungsweise ja, wir können die Windows-Taste einfach drücken und Regedit schreiben. Hier Registrierungseditor. Ich führe das einfach mal als Admin hier aus, zack. Und hier klicken wir uns einfach durch bis zu der richtigen Stelle und zwar hier unter Hotkey Local Machine Software Policies Microsoft und hier haben wir unser Windows Defender, ja, hier einfach diesen Schlüssel hier markieren. Und nun haben wir hier auf der rechten Seite diesen Eintrag hier, Disable Anti-Spyware. Der Wert ist hier 1. Ja, einfach doppelklicken hier und hier den Wert ja, von 1 auf 0 ändern. Mit OK bestätigen. Der Wert ist jetzt 0, ja. Jetzt müssen wir am besten den Rechner einmal komplett neu starten, damit die Änderung ja richtig übernommen werden kann. Ich werde es mal versuchen, ob das jetzt auch ohne Neustart vielleicht geklappt hat. Ich schließe und rufe mir nochmal auf. Die Bedrohung wurde beenden. Jetzt genau. Also man sieht hier, die Meldung ist jetzt weg. Der will jetzt einen Neustart haben. Nochmal. Ja, okay. Ich starte jetzt einfach mal neu. Beziehungsweise, das wird jetzt hier der Dienst neu gestartet. Ja. Und schon haben wir hier unser Windows Defender wieder am Start. Genau, das war's auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über ein Like natürlich auch. Abonnieren nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.